Gehen wir rein in den FM, war Uh, au, oh, ich weiß gar nicht, wie Saison wir sind. Wir können mal, Saison mal eben nach der. So, wir kurz zum Schreibtisch. Okay. okay. danke, danke. Äh. So, um, wir haben nichts gemacht, äh, Saisonübergang technisch, glaube ich noch. Ne, nee, nicht mal die Jugend. Ich habe wirklich gar nichts gemacht immer Sir. So. Wir starten quasi bei, bei 0. Oha, Kaderplan und so wird auch wieder wild. Auskriegen wir Habe ich jetzt schon 7er weg? Ich weiß es nicht. Das sind nämlich alle 7 schon. Tatsächlich. Also wir haben wieder eine relativ solide, gefüllte A from the Get-Go. Aber das ist ja, ist ja nicht schlecht, ne? Aber irgendwie ein neues bei. Sieht gar nicht so aus, ne? Ja. Uch. Kein neuer Siebener. gucken, wie so eine B aussieht, wie die gefüllt ist. Das ist ein wilder Name. Oha, Manolis mit Roglo. Wieder ein Grieche, ne? Wobei jetzt die Feriencamps alle... Oh, die Feriencamps, Digga. Die Jugendcamps alle fertig sind. Das können wir eventuell da mal gucken, wenn wir Geld über haben. Ich weiß ja nicht, ob wir es quasi noch Rest aussehen, wobei es dann nur noch ähm, Kongo und ähm, Abutolu sind. Ähm, nee, nee, Quatsch, beim 7er bin ich bin ich rigoros. Willi Vogt kommt weg. Gersbeck auch. Den kann man behalten. Vogt und Gersbeck kommen weg. Der war okay, ne? Yes. Sehr schön. So, ähm, Mitarbeiter. Ende der Saison ist 29. Der einzige, der ausläuft, ist Thomas Kraft. Dann verlängern wir den. Na klar. Ähm, und dann verlängern wir. Na gut, 30 sind wieder ein paar, ne? Da kommen dann wieder ein paar. <laughs> Ansonsten haben wir recht gut aufgestellt. Gut. Des Weiteren. Haben wir eine zweite Mannschaft des Spieler? Yes. Ziehe ich die jetzt alle nach oben? Yes. Zieh es mal nach oben und dann machen wir wieder komplette Kaderplanung. Karteplanung. Wir schmeißen das komplett. Ich glaube auch, wow, ich guck mal. Na gut, ich, ich mache es wirklich abhängig davon, ob ich ähm, die Position damit dann füllen kann. Und äh, bevor wir aber gleich in die Kaderplanung gehen, machen wir da aber erstmal. Mm, Och man. Machen wir erstmal... Den Kalender gleich. Zehner hatten wir gesehen. Gibt es ein oder zwei neue, ne? Glaube ich. Irgendwer wurde abgegradet, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, es ist neue Jugendspieler. Auf dem Markt, wenn man so will. I don't know. Ähm, ja, von Stadren oder so wurde einer abgegradet, ne? So, ähm, wir gucken mal ganz kurz Karriere, einfach nur so spaßeshalber, gerade Sprache, ne? 974, alles klar. Wir haben noch Vertrag bis. Ach, wir besitzen den Verein. Ausnahmsweise spielt der Vertrag keine Rolle. Ja, ich vergaß. Ich habe vergessen. So, diesmal spielen wir keinen Supercup. Weil natürlich die Liga nicht so lief wie letztes Jahr, was ja aber auch gar nicht so dramatisch ist. Wir haben auch einen sehr großen Umbruch gehabt. Dafür lief die Liga dann trotzdem noch sehr, sehr gut, wie ich finde. Ähm, dann machen wir nämlich hier ein Trainingslager. Wir gehen wieder auf Schwerpunkt Fitness. Und diesmal gehen wir nach, weiß nicht, irgendwo an die Küste Portugals. Um, Santa Clara dann spielen wir hier gegen hier gegen die und hier gegen National und hier nochmal gegen die dann geht es los am 5. gegen Hansa Rostock das heißt wir spielen nochmal hier und einmal hier, das sollten wir, das sollten wir so hinbekommen glaube ich um, dann gehen wir in den Dezember. Machen okay, definitiv eine Weihnachtsfeier, vor dem Spiel gegen Bayern. Super. Und dann geht es erst hier wieder los. Das heißt, wir machen hier ein Trainingslager auf Teamwork in Nizza für 10 Tage. Oh, Diese Jahr gönnen wir uns mal ein bisschen mehr. Weil Friendlies schaffen wir sowieso nicht in der Zeit. Also, das ist eigentlich auch völlig Wumpe. Und dann machen wir hier dann, oh, nee, nicht, kein Kurzzeugungslage. Hier ein Friendly. Oh, ich dachte jetzt gegen die A oder so. Machen wir kein Friendly. Dann machen wir einfach kein Friendly. So ein Ding ist das. 29, das könnte wieder ein runder Geburtstag sein. Nee, aber. Vereinsjubiläum, yes. Wir machen das Richtung Ende der Saison. Ähm. Um, Vereinsjubiläum. Saisonabschlussfeier. Und Spielauszeichnung ich glaube du musst die nächste Jahr trotzdem noch ein Ververein machen weil irgendwie das trotzdem dann in der nächsten äh, nicht zählt, dass wir jetzt gemacht haben also nächstes Jahr nicht ist ein bisschen weird glaube ich so ähm, ich mache noch mach ein bisschen Musik an ne ist sehr still Muss ich dann doch feststellen mmh. also ne, für Youtube sowieso, aber äh, auch auch hier. Gut, so. Jarabi ist schon mal besser als Atubolo. Yes, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben aber danach nur noch einen Keeper. Haben wir in der Jugend schon wen, den wir hochholen könnten als Keeper für die zweite K? Ja, könnten wir machen theoretisch. Ähm, tun wir dann vielleicht auch? Würde ich nämlich. Vielleicht wirklich Atubolo verkaufen, Kiel als Backup zu nehmen. Ähm, da haben wir den Atubolo auch noch aussortiert quasi. Huch, nicht den. Ähm, als einen der letzten echten. Ist ja auch nicht untalentiert tatsächlich. Ähm, gucken, ob wer eine Bundesliga Interesse hat. Nein, zumindest nicht in der ersten. In der zweiten wahrscheinlich möchte er nicht. Yes. Die Young Boys möchte nicht. Real möchte nicht. Salzburg möchte nicht. Das heißt. Ähm, wir werden die zweite schieben. Wir werden ihn von da aus anbieten. Uch, die Anforderungen bleiben gleich. Wolfsburg wäre interessiert. Wie können die denn schon mit... Verhandeln die schon mit wem? Einfach am selben Tag. Sehr, sehr wild. Ähm, vielleicht in Österreich? Sturm Graz? Austria? Nee. Ähm, in der Schweiz? Ähm, vielleicht dann doch Nigeria? Gibt's nicht. Okay. Dann ist es mir quasi egal. Dann gucken wir einfach durch, was wir finden. Also sehr viele würden, aber sehr viele haben Probleme mit dem Transferbudget. Gucken wir einfach mal, was wir kriegen für ihn. Wäre natürlich nach, nice, wenn wir irgendwie 35 oder so sogar bekommen würden, wäre ist glaube ich niemand schlechter Preis so, ne? Klar hat er jetzt aktuell im Marktwert 20 Millionen, aber ich glaube, der, der hat noch gut Potenzial nach oben zu gehen. Ne? Der ist halt trotzdem 26. Muss man auch einfach dazu sagen. And be less like you. Wir werden noch irgendwen finden, der so viel Geld halt Irgendwen. Der desperately einen Keeper sucht, der so viel Geld zahlt. Aha. 23. Nach Shorala stimmt, das ist auch so ein Ding. Ja, ne? Sag jetzt mal nichts zu. Ist also ein bisschen bitter, aber ist halt einfach manchmal so, ne? Manchmal schießt man halt auch einfach mal einen Bock. Also, wie im echten Leben. Okay, 24. War auch noch nicht so die Welt, ne? Hm, maybe Russia. Scotland. Schweden. Also, wirklich sehr, sehr begrenzt die Auswahl. Sehr weit. Ganz ehrlich, ich glaube, so eine Mannschaft wie Reastocidat wäre der gar kein schlechter Pick, ne? Bin ich ehrlich? Aber gut. Wenn ich will, der hat schon. Uh, da haben wir noch wen. Boah, Seattle aber fängt mit 17,5 an. Leute. Wirklich? Ja, ähm, ich glaube, was ist ein High-Spit dann? 24. Pff. Schon gerne ein bisschen mehr gehabt, aber gut. Ähm, ne, da haben wir Charabi und Kiel. Für die Planen der müssen wir dann merken, dann bleiben die zwei hier in der ersten. Linksverteidiger. Meyer spielt. Safe Call. Backup ist Köberer, I guess. Weil der der Ältest, Älteste ist, Hornberger und ähm, Engedi spielen es tendenziell in der zweiten an. So, IV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei Makengo auf der Abschlussliste steht, da auch er natürlich noch einer der wenigen echten ist. Auch da, weiß nicht, ihr setzt einfach mal 40 an, why not? Auch der hat noch gut Potenzial, besser zu werden, ne? 45. So. Wir setzen einfach mal hoch an. Ne? Wir wollen hoch hinaus. Eintracht möchte nicht. Frankreich hat auch kein Interesse. Salzburg auch nicht. Gut. Dann heißt es auch für ihn ab in die zweite. Und selbes Spiel nochmal. Wie immer kann er sehr gerne in der Bundesliga bleiben, wenn ihn jemand haben wollen würde, aber dem ist nicht so. 36.5 von Lyon, das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist doch schon mal eine Ansage, let's go. wir wollen an, äh, schon mal deutlich mehr Leute als ähm, <laughs> eine Keep anscheinend. Hat man nur Angebote an die Vereine, also gerade in so liegen... Wie in Brasilien, wo so ultra viele potenziell interessiert werden. Ähm, nur an die, die auch einen Innenverteidiger haben wollen. Ich meine, wenn es so um zwei, drei Stück sind. Oder auch mal 6, 7 in England. Aber nur wenn hier so <laughs> gefühlte 15 Vereine aufgelistet sind, dann gehen wir es mal nicht alle durch. Aber also natürlich auch wieder hier ein bisschen Marktwert-Ding, ne? Lyon ist natürlich einer der, der größeren Vereine ja Japans. Frankreichs von daher ein bisschen mehr Geld vielleicht hinter die bieten nur 30 ähm, ja tschüss ah dann leben wir uns erstmal für die Kaderplanung zurück war so na komm irgendwer möchte den noch haben könnte mir doch nicht erzählen ah in Polen wäre auch interessiert okay wir, wir suchen mal vielleicht noch einen Interessenten Ansonsten sieht das ja von Lyon schon mal gar nicht so schlecht aus, das Angebot. Welcher hat eigentlich schon fast fein mit. Wir werden natürlich versuchen, da noch ein bisschen was rauszukitzeln. No? Wäre gelogen, wenn ich nicht gerne einen Tick mehr hätte. Wenn wir schon bei Nashorula ein bisschen in die, in die Kacke gegriffen haben, um das jetzt mal einfach so auszudrücken, wie es vielleicht dann am Ende war. Ähm, <laughs> um, ne? No? Auch da Seattle, aber auch da wieder das Seattle sehr niedrig angesiedelt. So, am ähm, besten Angebot ist Lyon mit 36,5. Okay. Ähm, gucken wir aber dann gleich nochmal drauf, äh, bevor wir dann weiter simulieren, damit wir das nochmal auf dem Schirm haben. So, wir spielen mit Sales und Stange. Safe Call. Die Frage ist, wer noch? Tiriac steht ganz gut da. Die anderen sind halt tendenziell sehr jung, ne? Wir haben jetzt hier sieben Stück, also wir haben noch, wir haben noch Luft für einen. Ich würde fast Rumpel einfach als vierten setzen, ganz ehrlich. Oder? Oder Buchholz, vielleicht die vier. Dann kann Rautenberg nämlich in der zweiten spielen. Dann kann Hüster in der zweiten spielen. Das sind beides Neuner. Buchholz ist da Backup und dann haben wir noch Platz für potenzielle Jugendspieler. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Duca ist gesetzt mit Sakali, Das ist Safe Call. Demnach. Ich würde Jens und Sari wieder verleihen, tatsächlich. Auch wenn es bei denen irgendwie ein bisschen stockt, ne? Dann können Weinberger und Koga, nämlich das rechtsverteidiger du in der zweiten Seite, sind immer Rechtsverteidiger, in beiden Mannschaften sehr, sehr gut besetzt eigentlich. Ne? Ähm, hier vielleicht ganz kurz bei Jens und Sari, wie lange der Vertrag? Bis 30. Und der hat bis 29. Sari okay, können wir Stand jetzt gar nicht verleihen, aber wir können ihn verlängern. Und dann machen wir das nämlich, und das würde ich auch bei dem anderen versuchen. Ähm, ganz einfach Hintergrund, dass sollte es bei der Laie nicht so gut laufen, dass die nicht zurückkommen und direkt sagen: Digga, wir bocken Bock auf diesen Scheißverein. Ne? So, ähm, Sari und Jensen. Jensen möchte nicht, okay, aber der hat den 2030 er Vertrag, der könnte theoretisch. Trotzdem verliehen werden, weil bei Jahre könnten wir nicht mal verleihen, äh, verleihen, wenn wir wollten. Ähm, so, dann geht er zu Jan und Abfahrt. Links: Bischof, Yes, Niedermüller oder Schellhammer. Ich würde Niedermüller das Backup nehmen. Zum einen ist er ein bisschen stärker und er ist halt nur ein Siebener. Dann würde ich Schellhammer nämlich eher wieder in der zweiten spielen. Dann kriegt er auch ein bisschen Spielzeit. Das Backup ist hier der Siebener, Lukas Frank. Und Schäferlein versuchen wir nochmal zu verleihen bis 2030. Vielleicht versuchen wir den erstmal zu verlängern, wenn er denn möchte. Yes, auch das ist sehr schön. Sehr, sehr nice. Ähm, gucken, ne? nicht, dass wir den Bock noch schießen mit der festen Ablöse. da Mal drauf schielen zumindest. Ruby, 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 Ruby. So, denn die Spieler, die verlängern, können wir uns ein bisschen im Hinterkopf verhalten, sind jetzt tendenzielle Spiele, die wir eher verleihen würden. Im Mittelfeld, Schneckerl, safe. Dissauer, safe, boah. Achso, nee, boah, das ist Fitness, ja schon da haben aber ordentliche Bank jetzt. Äh, Schiefer, Dissauer, Schneckerl Sind die drei, die eigentlich safe sind. Der vierte wird wieder Demir, I guess. Dem tut das mit dem Backup nicht so weh. Dann gut, Gruber würde das auch nicht so weh tun, aber das ist auch einfach schlechter, ne? Gut, Hörtige runter. Haben wir hier die OMs theoretisch noch? Da müssen wir nochmal gucken. Na gut, die werden alle. kommen alle runter. Mal gucken. Ich hoffe, dass das mit dem Festregeln hinhaut. Ob oder wen wir da aussortieren. Wir können natürlich, natürlich auch mal fix durchgucken. Äh, Charabi ist natürlich äh, suboptimal mit der Einstellung, das ist mir bewusst. Sari wird verliehen, der wird ja irgendwann auch verkauft werden. Sehe ich jetzt gerade nur, weil es schwierig ist. Ähm, es gibt natürlich den einen oder anderen, der noch aussortiert wird. Ähm, oder der halt nur fürs Geld da ist. In Marcinko zum Beispiel wird nie in den ersten spielen. Seebacher auch, wobei Seebacher jetzt wahrscheinlich sowieso verkauft wird, weil der RA ist. Ähm, der passt einfach nicht ins System. Das ist schon das größte Problem bei ihm. Die anderen sehen es gar nicht so schlecht aus. Der eine OM, glaube ich, ist noch schwierig, den wir es gerade runtergeschoben haben. Deshalb ist mir also eingefallen, da überhaupt mal drauf zu gucken. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 ZMs. <laughs> Puh! Adams war vielleicht ein bisschen überangebot, war? Na gut. Ähm, ja, Lukas gesetzt. Safe. Ist eine Melo weiter in der Backup? I guess. Mm, so. Wer spielt in der zweiten? Das ist jetzt das Ding. Wir könnten Braun spielen lassen. Das ist, glaube ich, ein guter Shout. Und als Backup kriegt er. Lenemann. So, dann haben wir nämlich die vier hier über. Ähm, Petter und Klar werden ziemlich safe verliehen. Jetzt gucken wir mal kurz, was die Vertrag haben. 30, 29, 29, 31, okay. 29, 29 schon mal schlecht. Petter und Yari ja, haben beide 29. Ähm, Yari, ganz ehrlich, wird sowieso verkauft. Sei ihr wie es ist. Der wird sowieso verkauft. Also brauchen wir hier den Vertrag nicht verlängern. Der reicht einfach nicht. Um es einfach mal so auszudrücken, wie es ist. Ähm, Spielagenten? Vielleicht nicht. Okay, ähm, dann schieben wir mal, oh, nee, nee, nee. Ich will ihn kurz in die zweite schieben. <laughs> mal ganz kurz einen Verein finden. Rego ist immer noch zu schade. Sich für... Ch Kam. Nee. Nee. Boah. Das also ist aber eine wählerisch. Okay, okay, okay. Sind wir los? Eine Mio ist in Ordnung. Völlig in Ordnung. So, ähm, dann. Peter haben wir gesagt, werden wir verlängern. Der bis 2029, glaube ich, ne? Dementsprechend ist das keine dumme Idee. Der läuft sowieso am Ende der Saison aus. Den könnten wir gerade nicht mehr verleihen, wenn wir wollten. Ähm. Genau, gehen wir hier, hier wieder ein bisschen runter, ne? 300k. Ähm, so, Chick geht bis 30. Auch da wäre vielleicht eine Verlängerung mal angebracht. Würde er sogar machen. Einfach nur, weil lieber, lieber früh als zu, zu früh als zu spät. Ne? Bei 31 ist mir das vielleicht ein bisschen, ein bisschen früh für eine Verlängerung. Aber bei, äh, wenn der 30 ausläuft, ne? why not? Und da gehen wir auf 300k. Ähm, und Jonas, klar war der bis 31. Yes. Der wird definitiv verliehen. Also die anderen beiden werden auch wahrscheinlich verliehen. Ne? Oder zumindest irgendwie angebracht. Vielleicht Chick weiß ich nicht, könnte man überlegen. Aber ich glaube, den würde ich nochmal verleihen. Oder vielleicht nächstes Jahr oder so verkaufen. Sir. Nee, nee, nee. Jetzt bin ich gerade so gemütlich, ne? Ganz, ganz ehrlich. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Gerade wollte gehen. jetzt ist ich auch nicht mehr. So, Chemnitz. Sehr schön. Bei dem anderen warten wir, glaube ich, auf das Angebot. Dann haben wir die RMs geklärt. Stürmerposition. Das erste ist Seebacher. Seebacher wird. Verkauft. Safe Code. Also 56 wert. Ich setze einfach mal bei 90 an. I guess. Gucken wir einfach mal. Österreich? Okay. Wer muss in die zweite, dafür ist schon. Huch, oh, äh, ja, nee, komm. Um. Oha, ähnliche Spiele suchen. Das ist eine Funktion, die habe ich noch nie benutzt. Das ist eine gute Funktion, aber ich habe die noch nie benutzt. Krass. Ähm, so, gucken wir jetzt nochmal. Also von mir aus kann er in der Bundesliga bleiben. Wolfsburg 88 Mio. Das klingt ja schon mal gut. Wolfsburg würde schon mal wahrscheinlich, anscheinend, die 90 Mio zahlen, wa? Wäre ich fein mit. Ähm, dann bleiben wir mal bei deutschsprachigen. Fein, gut, Österreich möchte nicht. Schweiz kann wahrscheinlich auch nicht, ne? Ähm, um, ich würde vielleicht nochmal England tatsächlich gucken, einfach nur, why not? West Ham 57, never ever. Also es scheint über Wolfsburg zu werden, ne? Ganz, ganz, ganz ehrlich. Weißt du, wer möchte nicht? Newcastle? Oh, das wird Newcastle. Sind 90 zu niedrig angesetzt für ihn? Safe nicht, oder? 90 ist doch schon. Na gut, es hat auch erst 19, ne? Da ist noch, da ist noch Luft. Ich meine, das Ding ist, jetzt brauche ich auch nicht mehr nach oben geben im Preis. Wahrscheinlich. Na ja, gut. Ähm, da haben wir den angebracht. Spielt dir noch mal ordentlich Geld in die Kasse, das ist doch schön. So, Stürmer. Hausinio, Amidakos Safe Corner, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm El ist ein mega Backup, der wird auch bleiben. So, Nasrula ist eigentlich sowieso weg. Hä? Yes. Also eigentlich dasselbe wie letztes Mal. Ähm, um, ich, ich guck mal ganz kurz wegen den, den, den originalen ist es mm, was ist denn, was ist denn? Ähm. Um Ist mit Pommes? Ich hatte letztes Mal keine Pommes. Das ist wild. Ähm. Um, Thanks for the memories. Ähm. Um, so. Hausinho, Aminiakos, El Mohuti. Wer ist der vierte Striker? Das ist jetzt die, die Frage. Maracinkowitz nicht. Del Mondo auch nicht. Ich denke, das werden die beiden Striker der zweiten Mannschaft. Boah, das, das wird immer gut aufgestellt in der zweiten, ne? So, bleibt Ganshi erstmal, ist die Frage. Dann haben die vier Vertrag. Schon gelesen, alles gut. Ähm. 34 Hausino, der haben wir jetzt verlängert. Ganshi, können wir mal gucken, wo er verlängern möchte. In ja Gut, dann wird Ganshi verlängert. Ist sehr schön. Dann. Ähm, wir machen mal ein Ergänzungsspieler. Ein bisschen realistischer. Der ist ja. Nur vierter. El Mohuti hat bis 31. Amin Jakos auch. Kann ich meinen verlängern? Amin möchte gerade nicht. El Mohuti auch nicht. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Wir haben schon zwei Striker in der zweiten. Nasrula ist sowieso auf dem Wayout. Out. Um, er wird Backup in der zweiten, I guess. Und I guess Martina wird halt der letzte Backup. Wobei der, glaube ich, ausläuft. Dann werde ich versuchen, die beiden Six und Salva zu verlängern. Beide bis 30. okay Ach so schon durch bodenlos bodenlos okay california Um, so, äh, Six und 7 Boah, Alzheimer. Beide 2,30. Gut, dann versuchen wir, Six und Salva noch zu verlängern und dann zu verleihen. Nehmen wir mal die Prämien raus. California. Uh, und Salva möchte gerade nicht. Gut, dann wird er so verliehen. Ist mir egal. Wir können ihn ja verleihen, so ist nicht. Dann wird er halt so verliehen. Der macht jetzt Ludwigshafen unsicher. So ein Ding ist das. So, und dann haben wir die erste mich durch. Ähm, für die zweite würde ich tatsächlich erstmal noch warten, jetzt, wie es mit den Angeboten abläuft. Wir können mal ganz kurz gucken mit dem im Blickfeld wegen den Angeboten. Äh, Seebache ist eigentlich durch. Markengom für 36,5 ist ganz gut und Artubolu für 24. Der Rest ist relativ irrelevant. Gucken wir weiter. Wieder ein bisschen Geld in der Kasse dann. Ähm. Ich konnte mal mit 40, I guess. Vielleicht kriegen wir noch 40 für Makengo. Ich glaube, 40 könnte man ganz gut hinkriegen. Denke ich. Ähm, Achubolo. Was hat wir jetzt gesagt? 26, glaube ich. Maybe 30. Gut, die Laien können natürlich weg, so wie sie sind. Ähm. Wir werden für die Jugend setzen. Wie ich eigentlich schon die ganzen Jahre mal machen. Habe ich aber nie getan. Sari unterschreibt meinen einen Vertrag. Das ist schon mal gut. <laughs> dann können wir direkt den nochmal verleihen. Mietskaserne ist fertig. Dann wird die direkt weitergebaut. Ja, also das meiste Geld wird jetzt weiter in die Infrastruktur flie äh, fließen, ganz klar. Ähm, der wird nicht verkauft. Das ist jetzt der. Ist das der Backup? Das ist jetzt der Backup für die zweite, ne? Äh, für die erste. Stimmt, in der zweiten haben wir Stand jetzt gar keinen. Sari ja, ja. Ähm, hat verlängert. Dann wird der nämlich nochmal verliehen. Vielleicht für eine Mio sogar. Und dann wird er halt, ich sag mal, zeitnah verkauft. Ob das jetzt nächstes Jahr, das Jahr drauf oder so, irgendwie sowas. Das ist halt einer, der wird eher zu Geld gemacht. Wobei er ist 18, ne? der, der hat noch Luft nach oben, safe. Ähm, deshalb sollten wir vielleicht gucken, dass wir auch einen Verein finden, wo der was reißen kann. Austria? Nee. Tirol? Nee. Klagenfurt könnte maybe Graz. Nee, dat, das. reicht ja überall nicht. Dann vielleicht doch lieber irgendwie in die Regio. Ist da wen der, wo er hingehen würde? Nee. Dritte? Boah. Ähm, dann machen wir das mal anders. Erstmal in die zweite und wir verleihen von da. Wo ist er denn? Das war die erste. Ähm. Too long. Will er immer noch nicht in der Region, Schü, aber in die dritte Villa. Was ist denn mit dem los? Dynamo. Könnte reichen, könnte reichen. Dann sollen sie es versuchen. Dann sollen sie es versuchen mit ihm. Back home. And then gone. So. Haben wir hier viel Geld? Ne, geht eigentlich. Adrino. Oh, Mehmet Schahin zu hajjuk 9 Die 90 können wir fordern, weil Newcastle hier ja sowieso schon auf dem Tuschi gelegt hat. Makenko haben wir gesagt 40, ne? Ähm, bei ihm haben gesagt 30. Lion sind wieder direkt eigentlich okay. Auch jetzt wieder, wenn Leute unterschreiben, Verliehen. Ungefähr. Also plus minus, ne? No? Nicht, nicht jeder wird sofort verliehen, aber der Großteil. Ganz kurz nochmal, ne, für alle, die es noch nicht wissen, hier, ne? Hier, weil, ne? Wisst ihr Bescheid. Wisst <laughs> ähm, der ist, ist der zweite oder ist das ein Backup für die erste. Der ist zweite, ne? Yes. Ähm, so, Chick verlängert. Das ist der, bei dem ich mir nicht sicher warum ich überhaupt verleihen will, aber ich. der ja, weil, weil er halt nicht so nicht mehr so jung ist mit, mit 20, ne? Also, ja, um Gottes Willen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. Ist das schon in der schöne zweite? Nee. Dann schieben wir den tatsächlich erstmal runter. I'm back home. Wo ist er? Da. Gut, dann schicken wir nach Österreich. So, Seebacher. Äh, ja, wie gesagt, das sind die 90 schon durch. Selbes Spiel wieder. 40 hier. 30 da. Yes. 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 Markus, ich grüße Sie. Nochmals. <laughs> Uh, Jugendspieler, oh, Tim Borowski. Das könnte doch ein guter sein. It's not bad. Nachtragen, Fairness, ist okay, ist okay. Den nehmen wir, den nehmen wir. ist not bad. Um, auch hier, Transferstatus ändern. Ne? Wir, mit, wir haben jetzt nicht unbedingt einen Kader, um zu sagen, hey, wir, wir werden großartig aussortieren. Wir einfach nicht. Um, wird ausgeliehen. gut. Haben wir irgendwo noch eine Vertragsverlängerung offen? Ja, ja, ein paar. Ganshi, Schäferlein. Wobei Ganshi ja bleibt, ne? Ganshi ist ja wirklich nur jetzt, weil sie es halt angeboten hat. Schäferlein, Petter und Six werden, glaube ich, noch verliehen. Ähm, na komm. Leg doch einfach die Mio noch drauf und dann, 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 sind, dann sind wir durch, Lyon. Komm. Seid mal nicht so. Seid mal nicht so geizig jetzt. Stand jetzt gerade gescheitert. Wenn das Lyon war. Alter, seid ihr geizige Motherfucker. Haben die gerade... 39 geboten und als ich gesagt habe, komm, 840 hätte ich gesagt, nee, nee, 40 ist mir zu viel. Nee, das sehe ich nicht ein. Alter, kriegst du viel, ne? Seid ihr wisst es? Ja, da ist der 10er weg. Sehr bitter, sehr, sehr bitter. 37,5. Ja, so ist das wenn man hier aufpasst, ne? Äh, Thomas Kraft verlängert, sehr schön. Six verlängert auch. Ähm, dann wird äh, Six verliehen. Aber das. Das, das, das löst das Problem mit dem Zehner, I guess. So müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen. wo wir den unterbringen. Ähm, Recap der letzten Saison. Äh, wie er, also um das kurz zusammenzufassen, also wirklich kurz. Wie erwartet? Ähm, eine langsamere, schwächere Saison, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, als diese Saison davor. War aber auch gar nicht die Anforderung. Ähm, wir können gleich mal ganz kurz in die... Ähm, Ganshi bleibt, den müssen wir nicht... Äh, das ist, das ist echt, wegen einer Million. Kannst du den nicht ausdenken. Ähm, wir waren in der Liga Vierter. Wir waren... Boah, wo waren wir denn in den Pokalen? Das ist eine gute Frage. Boah, das ist auch schon eine Woche her bei mir, ne? Bin ich ehrlich. Ähm... Um, warte mal. Wir haben doch... Gibt es auch vorher das für die Champions League? Pokal? Also, wir waren Vierter. Dementsprechend spielen wir Champions League. So viel ist safe. Ähm... Um, Pokalergebnisse... Ähm... Um, wir waren es nicht bis ins Finale geschafft, auf jeden Fall. Ähm... Um, letztes Jahr. Das war Bayer Dortmund. Ich glaube, wir sind sogar im Viertelfinale oder so gescheitert. Ähm... Um, und auch in der Champions League waren wir... Waren wir Champions League in die Euroleague? Euroleague waren wir. Ähm, hat Manchester United gegen Monaco im Verlag gefunden. Genau, wie, ich glaube, gegen As Rom sind wir äh, hier rausgeflogen. Äh, Können wir die Feuersergebnisse noch sehen? Nee, ne? Nee. Also wir haben keine Pokale geholt letzte Saison. Aber das begründe ich halt einfach mit dem, mit dem großen Aussort hier. Ne? Wir hatten letztes Jahr ja viel verkauft. Wanner, unter anderem, ähm, wir haben jetzt auch diese Saison, äh, ist viel am Verkaufen. Haben wir Petter jetzt angeboten? Nee, ne? No. Was ist denn mit Petter? Wieso ist denn der jetzt noch hier? 33, doch, der hat doch verlängert. Ist der der Backup? Nee, der Backup ist weiter in dem Melo. Ähm, aber grundsätzlich lief es, glaube ich, besser als befürchtet. Also, ich glaube, dafür, dass wir so große Einschläge gemacht haben, haben wir die Saison eigentlich ganz gut, äh, ganz gut über die Runden gebracht. Also, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. So, Six ist auf dem Wayout. Wir können ja mal so machen. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der Reserve. Das heißt, 3 müssen wir Schäferlin, Petter und Six gehen noch. Der Rest bleibt, ne? Six, Petter, Schäferlin, yes. Um, dann ist die Planung für die erste durch. In der zweiten gehen dann noch Yari, Makengo, Atubolo und Seebacher. Um, wenn wir hier mal durchgucken, Atubolo geht, wie gesagt. Das heißt, wir haben keinen Keeper. Wir äh, bieten es auf jeden Fall. Um, Kaya wird dann den Platz einnehmen. Aktuelle Saison. Zweite Mannschaft. Kriegt 450. Um, der wird erste und einzige Keeper in der zweiten Mannschaft werden. Ähm, um, des Weiteren warten wir dann jetzt für die anderen Positionen erstmal ab, bis die Spieler alle weg sind. Wir werden ein bisschen Geld kassieren, 90 Millionen, Millionen für Seebacher. Um, ich weiß jetzt nicht, ob die 40, was habe ich gefordert, 40 für Makengo noch schaffen. Die 30 für Atomolo könnten wir schaffen. Um, also ein bisschen Geld wird noch reingespielt, nicht so viel wie die letzten Jahre. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir da einen guten, einen, einen guten... Deal im Kandale zum Beispiel ist einer, der langfristig auf jeden Fall gehen wird, das 75 75,5 wert. Also der wird auch zu Geld gemacht werden. Also, das ist auch eine, der zum Beispiel vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr drauf äh, safe nochmal Geld einspielen kann. Äh, zum Beispiel auch, der wird nie in die erste kommen, gehe ich davon aus, äh, mit dem Einzelspieler-Trade und so. Ähm, das einzige bittere dieses Jahr war halt wirklich einfach, ähm, dass wir jetzt ähm, unseren dritten Zehner, dadurch, dass Hausini das Upgrade bekommen hat, äh, an die beiden abgegeben haben. Einfach weil ich völlig nicht total nicht auf dem Schirm hatte, dass der eine feste Ablöse im Vertrag hat. Wir haben den Vertrag irgendwann noch verlängert, also ich, ich gehe davon aus, dass er einfach das, das Häkchen bei der Ablöse komplett verpennt habe. Und deshalb ist er dann für 37,5. Zu den Bayern. Ähm, löst letztendlich das Problem. Ich hatte sowieso überlegt, ihn zu verkaufen, äh, weil es ein dritter Zehner auf eine Position für zwei Spieler ist. unwahrscheinlich, also glaube ich nicht, ähm, weil ich also sowieso ja schon nicht wusste, wo ich mit dem hin soll. Ne? Zum einen hat er schon nervt, was ein bisschen, also ist aber mal minimales äh, Trade Defizit ist. Und wie gesagt, wir haben auch und eine im Sturm. Ich wusste sowieso schon nicht, wohin mit ihm. Zumindest in der ersten ähm, und für die zweite, glaube ich, würde ich ihn jetzt nicht als Zehner holen. Aber also nicht aber im Sinne von aber, wir holen wir ein anderes, sondern ähm, es gibt neue Zehner, zwei an der Zahl. Um, wir haben einmal Due, hat Upgrade bekommen bei Stadren. Und, ähm, um, Tamelo, äh, Tlamelo, Benju. Ein Keeper, was eigentlich ganz cool ist, weil wir bei Keeper die Position ist, auf der wir noch ein bisschen lacking sind. Aber, der ist genauso wie unser Keeper schnell zu verdienen aber dazu auch noch Einzelspieler. Äh, dementsprechend würde ich den nicht holen. Um, wir haben schon Keeper, Neuner mit einem kleinen Defizit. Ähm. Um, der aber auch stärker ist mittlerweile also der ist jetzt hat jetzt auch schon 79 ist jetzt keiner den ich wirklich ewig halten will. ich hoffe noch dass wir ein gutes Talent tatsächlich bekommen um, das sind mir einfach die Trades weiß ich nicht schmecken mir da nicht so um, da hoffe ich eher dass vielleicht doch mal was an Jugendcamps kommen da können wir dann gucken wenn die Spieler mal wechseln, ob wir vielleicht noch äh, zwei drei Jugendcamps wieder einen Auftrag geben ne letztes Jahr hatten wir keins gebaut die sind jetzt alle fertig um, wie weit die noch gehen Okay, Legia Warschau könnte vielleicht bis zu 40 gehen. Ähm, boah, wenn Legia Warschau beide holt, wäre schon wild. Ähm, Petter nemo hier noch eingestreicht. Eingestrichen, eingestreicht. Eingestrochen. <laughs> ähm, Rautenberg ist einer, der, der sehr, sehr gut werden könnte noch. Ne? Ähm, 9er, 71, 18. Ähm, Habe ich Hoffnung, dass der sehr gut wird. Er wird Starter in der zweiten. Ähm. Seebacher zu Wolfsburg für 90 Mühe bleibt in der Bundesliga. Let's go. Finde ich gut. Also finde ich tatsächlich gut, dass, dass auch die Spieler mal in der Bundesliga bleiben. Dann gucken wir direkt mal die Jugendcamps. Ähm, wie, viel, wie viel bauen wir? Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir jetzt. Ich würde jetzt mal bei 3 ansetzen. Witzig natürlich vor allem hier in. Ähm, ist das Djibouti? Wo sieht man denn hier das Land, Digi? Steht hier irgendwo das Land und ich sehe es nicht? Ja, auf jeden Fall ist das auch in Mirano. Ich wollte eine Stadt, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat es dann... Ich glaube, ich hatte eine andere ausgewählt, aber irgendwie hat es trotzdem Mirano genommen. Und jetzt gibt es eine Stadt in Djibouti, die Mirano heißt. Obwohl es sie eigentlich gar nicht gibt. Ähm, vielleicht nochmal kurz die, die Trainer in den neuen. Ähm Demichelis wurde für Gibraltar eingestellt. Ähm, Eugen Polanski für Mexiko. Um, Jens Lehmann für Djibouti, Nelson Valdez in Jamaika, um, Claudio Pizzaro in Sydney und... Ja, ich glaube, das sind die neun. Namibia. Okay. Dann ist es wahrscheinlich auch Namibia. Aber äh, ja. Um, das heißt, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal drei. Machen wir mal drei. Wir wollen es nicht übertreiben, weil wir selbst äh, noch einiges an der Infrastruktur machen wollen. Eins, das ich auf jeden Fall setzen möchte, einfach weil wir so viele kriegen und vielleicht als Unterstützung für Armeniakos. Ich würde gerne eins in Griechenland äh, setzen. Auch wenn wir hier schon Bielefeld zum Beispiel haben, Fürth und Duisburg. Ähm, aber wo bauen wir das? Machen wir ganz klassisch in. Oha, es ist noch kein Jungcamp in Athen, ne? Äh, ist Athen nicht eine Stadt? Also, ich hätte jetzt einfach mal Athen gemacht. Porfu, ist das eine Insel? Das gehört zu Griechenland. Das ist jetzt eine sehr dumme Frage, ne? Das, ist, das gehört zu Griechenland. Gut, dann machen wir Korfu. Ähm, hier machen wir natürlich mit äh, Internate, wegen dem Sprachproblem. Bam. So, dann hätte ich gerne noch zwei Länder, in denen wir jetzt noch äh, Jugendcamps, ähm hinzufügen. Ähm, theoretisch wäre ich für kleinere Länder, aber also mit einem... Großland wäre ich einverstanden. Also weiß ich nicht, wenn jetzt Frankreich oder so wäre, okay, aber wir werden keine zwei. Wir werden jetzt keins in Frankreich und England bauen. Das setze ich jetzt mal als, als Randbedingung. Wir haben eins in Italien, wir haben eins in Deutschland, in großen Ländern. Ähm, also von den zwei werden wir maximal eins noch in, einen, in einer großen Fußballnation bauen. Wir haben welche in Afrika. Südam Südamerika zum Beispiel haben wir noch keins. Mexiko ja, Mittelamerika. Oder ich glaube, rein theoretisch sogar Nordamerika äh, kontinenttechnisch. Also könnten wir zum Beispiel was wie, weiß ich nicht, Paraguay, Uruguay, Peru, äh, so die Richtung. Ähm, Australien sind wir jetzt vertreten. Afrika haben wir, ähm, glaube ich, oder? Ja, gut, Wenn das Namibia ist, ist es Afrika. Ist Djibouti auch Afrika? Das sind wieder so kleine Länder, die habe ich ländertechnisch nicht auf dem Schirm. ne und Das sind aber auch so, das, so das sind, die können auch Insel sein und irgendwo zu Südamerika gehören, ne? Nicht ehrlich. Grundsätzlich bin ich in Geografie nicht ganz so auf den Kopf gefallen, aber ähm, bei sowas bin ich dann skeptisch immer. Ähm, yes, also ich würde sagen, wir machen eins in Südamerika und weiß ich nicht, das andere dürft ihr euch aussuchen. Also ihr dürft ihr euch beide aussuchen. Es noch eine Möglichkeit in, in Südamerika. Ähm, Argentinien. Theoretisch können wir Argentinien oder Brasilien, ne? Können wir als große Nation zum Beispiel nehmen, theoretisch. Äh, können aber auch einfach Chile, ähm, Ecuador. ein neuen, e -Ener Valencia. Also Spanien sehr gut vertreten. Espanyol, Atletico Civil, gut bietet sich an, ne? Mit spanischer, äh, äh, Sprache. Das ist natürlich immer geil in Spanien, äh, einfach, dass du in komplett Südamerika, Brasilien ausgeklammert, ähm, kein Jugend-, äh, kein Internat brauchst wegen der Sprache. Äh, was gibt's denn in Ecuador? Manta? Gui. Guiaquil, Ambato. Quito. Oder Sanglopui. Oder natürlich äh, Duran. Manta. Uh. Manta? Manta, Manta. Wir bauen uns eins in Manta, Manta. Manta MA. Manta MA, das hat Strand. So. Das beschließe ich jetzt einfach mal. So. Und dann hätte ich gerne noch ein ein, ein allerletztes Land: Elfenbeinküste. Uh. Elfenbeinküste, wenn cooler schaut. Zum Opelwerk in Ecuador, quasi. Ähm, oder Ghana, das ist so, so oldschool afrikanische ähm, Dark Horses für äh, WMs und so, ne? Also kommen ja ein paar tatsächlich sehr solide Spieler her. Ähm. Was hätten wir denn noch? Hm, Senegal? A la Wie heißt er? Der Innenverteidiger hier? Napoli, ne? Ex-Napoli? Äh, hier, äh, äh ist jetzt zu Chelsea? Ich wisst schon, wie ich meine. Mir fällt der Name nicht ein. Kulibali. Thank you. Thank you. Dakar. Sali. Ähm. Um, St. Louis. Okay. Gibt's hier bei irgendwas eine. Warte mal. Hier, hier gibt es doch Bilder. Huch. Oh, nee. Äh. Uh, Dakar, Stand. Uh, das sieht. Das sieht doch fancy aus. Ein paar Hütchen, ne? Bam. So ein Ding ist das. Hauptsache, das in Senegal ist teurer als das in. Wo waren wir noch? Als in Ecuador und in Griechenland? Habe ich Zahlen gemacht? Ja, sehr schön. Sehr schön. Ähm, gut, dann haben wir die Jugendcamps in Auftrag gegeben. Ähm, Grundsätzlich die Jugend sieht ganz gut aus. Wir gucken, wie gesagt, wegen den Verträgen, gucken wir da mal. Um, wenn wir zum Beispiel verkaufen, hier Reuter haben zum Beispiel, könnten wir Safe hochholen als ZM. Ich glaube, wir haben auch nur drei ZMs. Hat zwar schwache Nerven, ansonsten sieht er sehr gut aus und hat schon 71, ne? Ich uns tatsächlich direkt mal gucken. Nicht, dass da irgendwie auf dumme Ideen kommt. Um, wobei wir halt... Boah, da haben wir die OMs, ne? Da würde ich tatsächlich was Gruber mal loswerden, ne? Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Dirtbag. Mit 21,7er. Sieht jetzt gerade nicht so aus, als würde der noch den großen Aufschwung kassieren, ne? Sehr schön. Ähm, da haben wir nämlich mit 69. Grotmark, ähm, Schaiker und Magnander, Mark Die sind halt alle ziemlich krass unterwegs, ne? Also Kandala auf alle Fälle, dann vielleicht noch einen der beiden verliehen. vielleicht Grotmark verleihen. Theoretisch können wir was. Also wenn ich, es ne, ist entweder entweder spielen wir mit Reutern, oder wir spielen mit den anderen beiden. Wir können auch auch Gas hochholen ne, als Backup, der geht sowieso hoch. Ich würde fast Grotmark und Schalke verleihen, wenn ich ehrlich bin. Zum einen Kassieren wir da ein bisschen Kohle in Sachen Leihgebühr noch, ne? Also zumindest ein bisschen was. Also ganz ehrlich, die Leihgebühr wird wahrscheinlich zwar äh, ein Jugendcamp oder so verkaufen. Äh, verkaufen. Ein Jugendcamp ähm, wettmachen, so ziemlich. Und dann haben wir schon mal nicht das Problem mit den, mit den schwierigen ähm, Charakteren. Wir Kirchenstörung mit den Laien, ein bisschen übertrieben, wieso? Was, was lässt sich das glauben? 48. Oha. Also gibt es da kein Limit, ja? Zumindest <laughs> scheint es nicht so. Oder <laughs> das Limit ist aber über 50. So, ähm, dann haben wir die, nämlich die beiden OMs weg. und Magnala. Dann nochmal wir Höttecke noch. Und dann war es das, glaube ich, sogar, ne? Ähm, dann holen wir auf jeden Fall Leute an hoch. Ähm, Aktuelle Saison, zweite. von mir ist Mio. Und auch Gas, glaube ich, als Backup. Weil auch der ja. Spätestens nächste Saison sowieso weg ist oder ne, aus der Jugend möchte. Auch Squadrone theoretisch. Wenn wir noch einen Slot haben, können wir den nämlich auch gleich noch mit hochholen. Das sieht nicht so aus, ja. Guti, 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 guti. Oh, und wir können gleich mal gucken, wie es aussieht mit ähm vereinslosen Spielern. Entschuldigung, hat, hat ein bisschen gedauert, bis, bis der Satz sich in meinem, in meinem Hirn manifestiert. Fernartikelverkauf. Verkauf ist der hier, ne? Können wir weiter? Nee. Wieder auf Max, dann machen wir bei der Produktion weiter. Ähm, müssen wir irgendwas renovieren? Nee, zurzeit nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Moment, haben wir da noch einen Slot offen gerade? Ne, vier. Straßenbahn. Zentrum. Irgendwas auf Max davon? Nee. Oder? Nee. Feinstein Nummer 16. Ist in zwei Tagen fertig. Würde ich das wahrscheinlich sogar noch weiter ausbauen. Ne? Ich würde das jetzt einfach hochschaltern. Bin ich ehrlich. Oh, guck mal. Ähm. Das Problem ist, bei mir hatte zur neuen Saison einfach das Stickspiel nicht angezeigt. Sabiza geholt. Ähm. Die Sabiza hat die, glaub ich, glaube ich, sogar noch mitbekommen. Die, glaub ich glaube, ich hatte ich noch mitbekommen sogar. Oh, uh, die möchten Gruber haben. Ja, können wir mal verhandeln. Why not? So, äh, Team Dynamik, ne? Quatsche machen wir mal mit den Spielers. Schäferlein? Ja, doch, der kann schon gehen. Also, wird der wird doch erstmal nur verliehen. Beruhigen Sie sich. Du kannst nicht einfach gehen. Ich leihe ihn doch nur aus. Immer mit der Ruhe. Hattest du die neu geholt oder waren die dann einfach weg? Also war, war das so ein, so ein Ding wie mit den Jugendspielern? Oder w waren die vorher im eben Team und die sind dann einfach verschwunden? Uh, zwei Freunde. Sales und Kiel und Hausinio und Nemelo. Um für die Gehälter? Uff, uff, uff. Da sind ein paar dabei. Müssen wir, müssen wir uns da mal angucken. Niedermüller gerade, ne? Was bekommt denn der? 53k. Der ist aber das Backup, ne? Yes. Na gut. Kleine feste Ablöße ist wichtig, ne? Ergänzungsspieler? G3 Mio muss jetzt nicht bekommen. Bin ich ehrlich. Vielleicht mal zweieinhalb oder so. Ähm. Um Hallo Gold, aber wir wurden als Transfer angezeigt. Spiel so habe ich sie nicht gefunden. Also was, wo ich das halt immer mal habe, mit dem, äh, in der, dass die in der, in der Spieleranzeige nicht mehr dabei sind, ist, wenn die Karriere aufhören, ne? Ederson zum Beispiel. Der Keeper <laughs> von City. Weg. Einfach weg. Aber ähm, so einen Cristiano Ronaldo findet man ja auch noch, ne? Kita Boras Cristiano Ronaldo Region. <laughs> ah. <laughs> Geil. Ähm, um, wollte jetzt, dass ich mal vereinslos gucken, ne? vereinslos mm, los. Le habe ich gesehen. Ne, Luke Thomas. Luke Thomas. einfach 90er LV. Alter. Luke Shaw, Ruben Neves. Hermoso, Weigel. Hm? Kennt ihr niemand? <laughs> Grillitsch, Sportiello. Oh, Entschuldigung. Kimpembe. Vallejo, Vissa, Suso, Callum Chambers. Es sind schon wieder einige dabei. Eine Sageru. Da, also, haben mal halt alle Acht. Da, da kannst du dir eine Mannschaft draus bauen. Sag die, wie es ist. Griffo. Ach, Leute. Ach, Leute. Irving Lozano, Bibu. Ähm. Um, so. Spielspiel Spiel haben wir gemacht. Hier schicken mal kurz Verstärkung raus hier bei den Jugend Scouts. Veranstaltungen. Und dann gehen wir mal gegen Santa Clara rein. Santa Clara kurz von der Bildfläche entfernen. Und an mit der Verletzung für Pascal Bischof. Super. Super, Leute. Hallo? Danke. Danke, danke, danke. Wichtig. Schneckerl und Schiefer, die beiden ZMs, wobei Schiefer auf LM eingewechselt wurde. Ähm. War das Bischof nicht lang? Also Oberschenkelzerrung, das sollte alles fein sein. Nagelsmann ist immer noch da. Damn. guck mal gucken. Ähm, Kaiser Aufsteiger, Sascha Franz. Ähm, bei Bayern ist immer noch Nagelsmann. Bei ähm, Dortmund immer noch doof. Äh, Mourinho schon ein Jahr oder anderthalb jetzt nicht mehr da. Dorf ist jetzt schon eine Zeit lang, aber Mourinho war ja davor. Ähm, dann natürlich noch wir. geidek Mourinho ist jetzt zu Gladbach gegangen. Okay. Mourinho gefällt es in Deutschland, glaube ich. Krass. Petkovic. Aaron Briggs. Weiterhin Bo Svensson, Tobias Bier, ja Wollo. <laughs> Uli Forte. Ja, der Rest hält sich in Grenzen ne? Aber Mourinho ist weit in Deutschland. Könnten wir vielleicht gleich mal in England gucken. Uh, einfach 5 Millionen Leihgebühr. Baba, würde man nicht einer sagen. Komm, die 1-3 habt da, oder? Die 1-3 habt da. Yes. Also haben sie zumindest angenommen. Äh, drei Tage für Pascal Bischof. alles easy. Wir gucken mal ganz kurz in England. Ähm, ja, bei Chelsea, glaube ich auch. Ähm, ob da. Klasse Trainer. Äh, Dean Mani, Jürgen Klopp Weiterhin beim FC Liverpool. Chelsea Tuchel, <laughs> sehr sie gehalten hat. Uh, Pep bei Manchester United, das uh, war letztes Mal auch schon, ist mir auch schon aufgefallen. Arteta weiter bei Arsenal. Um, Matarazzo. Paolo Maldini bei Everton. Marcel Desailly bei Hull City. Also in England das sind da ein bisschen andere Kaliber-Trainer, äh, glaube ich. Wird noch ein Alessandro der P. Alessandro de Piero irgendwo oder so, aber Maldini Dessay. Not bad. Kann man mal machen. Kann man definitiv mal machen. Da Nasralla, das ist bitter. Aber ein bisschen Geld haben wir trotzdem kassiert für ihn immerhin. Äh, Lafont geht ablösefrei zu Real Madrid. Ich glaube, ablösefrei kann man den mal nehmen. Haben sie jetzt La Font und Kimura? Haben sowieso einen Keeper gebraucht. Also, ne? No? Real Madrid wird das mit offenen Armen angenommen haben, das Angebot. Um, Luca Philipp für 21 zu Wolfsburg. Friedrichsen zu Liverpool. Callum Chambers geht zu Dallas. Der hat direkt einen Verein gefunden. Um, ansonsten keine riesigen Namen. Keine, die ich finde zumindest. Makengo, komm. Komm, lege war schon Einfach 40 auf den Tisch legen. Do it. I know you want to. Einfach hoffen, dass das mit Liga Warschau jetzt nicht gescheitert ist. Das müssen wir mal gucken, wo wir für Markengo unser Geld herbekommen. So, Vereinszentrum. Auf 17, 30 Mio. Ja, kostet ja nix. Ein Schnabber. Alter. Ähm, Lukas Frank. Nee, glaube ich nicht. Entweder ist der schon in Verhandlung. Und ich glaube, der ist irgendwo Backup. Ich glaube, der ist Backup. Habe ich den jetzt gerade auf die Transferliste gesetzt? Lost. Ähm, ja, der wechselt. Kai akzeptiert sehr schön. Akzeptieren alle drei sehr schön. Dass also wir um die zweite ein bisschen aufgefüllt. Ähm, in der ersten sind wir durch, ne? Ja. In der ersten sind wir durch. In der zweiten haben wir aktuell theoretisch ein zu viel, aber drei sind noch auf dem Weg weg. Wohin? Weg. Ich meine, guten Keeper fehlt auf jeden Fall, das wissen wir. Aber wenn die äh, durch sind, können wir mal gucken, wo es dann wirklich noch fehlt, ob wir da noch wen aus der zweiten hochziehen, ob wir da Verträge für nächste Jahr schon mal machen. Mit dem einen oder anderen, den wir definitiv nicht einfach so kampflos aufgeben wollen. So, Leger war schon, legt einfach 70 mir auf den Tisch für die beiden. Let's go. Also wäre schön, ne? So, zähne haben wir nicht. Haben wir mitgespielt? Nee, wieso wieso spielen? Wir? Was ist die Voraussetzung, um im Jugendturnier mitzuspielen? Wir müssen die besten ihres Jahrgangs präsentieren können. Die Ergebnisse sind relativ egal, wir hatten die Liste auf um Okay, aber die besten Ihres Jahrgangs, wer, wer ist denn besser als wir, die mit Abstand, also die letzten drei Jahre, das also mit Abstand die beste Jugendarbeit weltweit hatten? Wieso sind denn wir nicht in dem Turnier dabei? Ich weiß es nicht. Guck ähm, mal ganz kurz zum einen die Weltfußballer, einfach mal zu gucken, welche Saison wir jetzt überhaupt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist schon die siebte Saison. Die siebte schon? Ist er wild. Äh, Fünf Jahreswertung. Deutschland auf der 4. Gut vor Frankreich. Ein bisschen halbwegs knapp hinter Italien. Ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr mal eine gute, eine gute, ein gutes Jahr in, in den internationalen Wettbewerben für Deutschland hinlegen.